like a match. Late night, got a strike like I missed it. Strike like I hit the pin. Strike like I'm not gonna work. Strike, strike. Boah, wie passend war der Job? I keep your hoe on still. When she wanna fuck, I just tell her ring the bell. Hit her from the back, she can't do nothing but yell. And she smart as fuck, I got this bitch straight out of Yale. Yeah, 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 yeah. And you know how I fuck, my eyes just red, but it was just pale. If it's up, then nigga, it's stuck. Don't come outside, not even for L. Got a Glocky on my hip, and I blow this bitch just like a rail. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. Chad Pearson back. Addict being crack addict. Vielleicht waren einige da, Chat. Ich war vorhin bei Hugo live. Ja. Wir haben da so ein bisschen gechillt. Ich hoffe, wir hatten sehr, sehr gerne Stream. Da haben wir auch schon Reactions gemacht. Ich bin eigentlich hier online gekommen, damit ich RP zocken kann. Rex. Der arme Hugo guckt Reddit. Wurde sein Reddit gefickt? Ich habe alles versucht, Chat. Ich bin euch ehrlich. Einfach 6 Monate schon Sub, aber Follow ist schon viel länger da. Ich weiß nicht, ob eine von euch zugeguckt haben. Astro, danke dir für deine... Fuck! Oppenheimer, Bro, was ist das für ein Film? Ey, Chat, ich wurde selten so enttäuscht bei einem Film wie bei diesem Film. Es ist geistesgestört. Bro, ich gehe da rein. Mit Erwartungen, als würde... keine Ahnung, als... Ich habe so ein Interstellar-Ding erwartet, Chat. Ich hab so ein Interstellar-Type-Shit erwartet, ne? Bro, ich geh da rein, ich denk mir, what the fuck? Erstens, du checkst nicht, Bro, ich check! Ich check, das ist das Problem. Ich geh rein, Bro, ersten 2 Stunden Podcast. Bro, da wurde nur geredet. Ich bin eigentlich ein Fan davon, dass sich so Storytelling aufbaut, dies und das. Aber wenn, Bro, bis zur ersten Hälfte, weil es ein 3-Stunden-Film ist. Es ist ein 3-Stunden-Film. Und bis zur ersten Hälfte. Also 1,5 Stunden. Ey. Es ist nichts passiert. Original, es wird nur geredet. Es war eher so eine Doku. Es war eher so eine Doku statt ein Film. Das Ding ist halt auch, guck mal, diese Art von Film, die habe ich vorher noch nie gesehen. Das muss ich denen lassen. Aber, Chat, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber wenn so nach... Ich hasse Filme, wo 2 Drittel vom Film nichts ist und dass sie die Hiroshima-Bombe nicht gezeigt haben, ist auch respektlos. Also, dass sie das nicht so gezeigt haben, da hätten sie so coole Szenen draus machen können. Also halt nicht so coole Szenen, aber ihr wisst, was ich meine. Aber ich sag euch ehrlich, keine Ahnung. Nice Spoiler, Bro, was für Spoiler? Du weißt doch, hä? Man weiß doch was, also, das ist doch kein Spoiler. Rose! Nein. Hä? Ist das dein Macker? Sosa? Ja, yeah, was geht ab, man? Hä, hey, was machst du denn hier? Benut. Wie, was machst du hier? Wir wollten gerade einen Song aufnehmen. Wir wollten gerade ein Musikvideo aufnehmen, was it worked. Ja, genau. Wie, was? Homie, ja. Motherfuck. Hey, hey, ich mach Spaß, Mann. Ich mach Spaß, Mann. Ich mach Spaß, Homie. Ich mach Spaß. Ich mach Spaß, Mann. Ich mach Spaß, Mann. Ich mach Spaß. Alles gut. Entspann dich einmal. Ruhig, Brana. Ich mach Spaß, Homie. Ich mach Spaß, Mann. Wie geht's dir? Ja.
Mir geht's gut, dir? Mir geht's auch gut, aber wie geht's dir? Mir geht's gut, und dir? Auch gut, Mann. Wie geht's dir, Cracky? Wie bitte, was? Wie heißt dein Name? Das ist Peppi, Peppi. Ah, Peppi, ich bin der Vater übrigens von deiner Tochter, dass du Bescheid weißt. Von deiner Tochter? Ja, das ist... Von deiner Freundin, von deiner Frau, was auch immer, ja? Vater von meiner Tochter? Ja, genau, von deiner Frau. Ah, okay. Ich hab gehört, ihr habt geheiratet, stimmt das? Ja, wir haben geheiratet, aber wir machen nochmal so eine richtige Hochzeit, weißt du, ich meine? Heute oder morgen? Gucken wir spontan. Ich hab gehört, da wo ist auch ein bisschen Kohle bei rumgekommen. Nicht so viel. Sag für das Haus. Ja, und was ist jetzt mit meinem Anteil als Vater? Was ist also, wir haben es halt für ein Haus ausgegeben. Hab ich dir doch gesagt. Ja, dann könnt ihr es auch verkaufen und da kleineres holen. Muss ja kein großes sein. Wie verkaufen? Ja, aber was ist mit dem Vater? Der Vater wird vergessen, oder was? Woher kam, ist die Tochter verheiratet? Ist das nicht so, dass der Vater ein Hochzeitsgeschenk an die Tochter macht? Ja, hab ich auch. Den Song, den ich gleich für dich vorspiele. Rose, das Bild von uns vom Spiegel, kann ich das als Profilbild nehmen? Ja. Okay. Welche Bilder? Nein, ich will dich eigentlich nicht so präsentieren, ich nehme ein anderes. Okay. Wir haben ja jetzt eine eigene Wohnung, das eigenes Haus. Richtig. Schön, gut. Schön. Und habt ihr schon Sex gehabt? Was? Ja, das würde ich wissen als Vater. Du meinst Gif. Ja, gefickt. Oh mein Gott. Wir warten nach der Ehe, ja. Besser ist. Ich will nichts davon hören. Du hast uns gerade gefragt. Ja? Ja, und die Antwort war nein. Ist ja gut, richtig. Hand, danke für den Zap. Oh, warte mal, ich habe so viel Stress. Ich muss einige Sachen hier regeln. Ich bin spät gekommen, weißt du? Ja. Ist jemand vom Studio da jetzt oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht. Lass mir mal schauen, geh mal weg. Dann bis später, ne, Sosa? Bis später. Fucking sleeper, man. Ja, wir sind schon verheiratet, Chat. I love the lights. Kevin macht Whitelist. Okay. DJ Bundy. Bundy geht nicht ran, Mann. Was mit Bundy, Mann, hä? Kevin schreibt, ich komme gleich, okay. Aber Bitcoin ist auch nicht da. 18 Monate bin stolz auf doch wie ein Papa. Ist Breitenkelb da? Nee, Breitenkelb ist auch nicht da. Ach, stimmt. Was labert ihr? Cecilia ist nicht da. Was macht DJ Bundy? Also, hey, bitte. Wo soll Bundy sein, außer beim PD? Okay. Oh, was ein Hintergrund-Chat. Heute bis 6 Uhr, Chat, ja. Breitenkelb. Ich brauche Waffen, Digga. Ich will eigentlich ein paar Waffen kaufen. Wo kann ich Waffen kaufen? Ich geh mal zur MOB. Ja, Kali will mich ficken, Bruder. Da wird's ein bisschen kritisch. Danke dir, Seed, für deine Donation. Mach weiter so, du geile Sau. Kuss.
keiner da. Hey, warum geht Bunny nicht ran? Toni ist da. Fahr mal Platz und mal gucken. Yo, Bandy, Homie! Es ist Hilfe! Yeah. Motherfucking, was geht ab, Homie? Wo bist du, Mann? Nix, ich war ein bisschen, hab ich vorhin ein bisschen Muschis gucken gemacht. Und jetzt, ja, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zum Auto. Okay, wo bist du denn? Ich bin beim Krankenhaus. Wo? Andy. Ja, wo da? Ich bin da auch. Vor der Tür aus. Tür außen. Ich stehe mit dem Batmobil hier. Ah, da bist du, Homie. Ja, warte, ich bin da hier. Was geht ab, Homie, man? Wie sagt man, wie sagt ihr, Salam alaikum? Salam alaikum, ja. Ah, Salam alaikum, ja, ja. Alaikum salam, Alter. Was geht ab, Mann? Was hast du getrieben, Homie? Oh, hör auf, wie es so ist, ich habe mich um das Gesetz gekümmert. Ein, zwei Titten habe ich mir angeguckt, beziehungsweise kontrolliert. Oh, ein, zwei Schilder. Alles im Rechten? Ja, war in Ordnung. Die eine hing ein bisschen nach rechts, die eine waren Silikontitten, aber waren gut gemacht. Im ersten Moment hast du das nicht gesehen. So, da glaub mir, die hatte ein paar Euter. Da hast du dir gedacht, Junges Willen, wer und was ist Vater und Mutter? Ne? Alter. Okay. Ja, muss ich mir zeigen. Ist ein richtig geiles Ding. Wie heißt sie? Hab ich ganz vergessen. So viele. Wer ist der, Homie? Das ist Dimi. Ah, Dima, Mann. Was geht ab, Homie? Homie. Steig ein. Steig ein und verpiss dich. Wie geht's dir? Gut, Homie. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ich war eine Woche im Urlaub. Deswegen habe ich mich nicht gemeldet. Ah, bist jetzt wieder da, hä? Ja. Ich hatte ein Private Dance gehabt. Ja. Und eigentlich hatte ich zwei. Ich hatte zwei. So süß. Also einen habe ich bezahlt und den anderen, der war so quasi kostenlos für mich. So, der war dann wahrscheinlich bei Kevin, seiner Mutter, oder? Bei so einer schwarz-grünhaarigen. Yeah, das ist Kevin, seine Mutter. Das ist Kevin, seine Mutter. Ja, genau. Geil! Geil. Wie geht's dir sonst so? Seine Mutter heißt Sina, ne? Naja, sie hat mehrere Namen auf der Straße. Die wechselt ihren Namen öfter als ihre Unterhose, weißt du? Auf jeden Fall hat sie mir ein Private Dance gegeben. Ja. Aber es gibt auch eine, so, die heißt Sabrina. Kenn ich nicht. Sie will, glaube ich, was von mir. Sie will was, glaube ich, von mir. Und dann hol sie dir. Und was stehst du hier noch rum? Homie, nimm mein Auto, fahr los und klär sie dir. Ah, nee, sie ist gerade beschäftigt. Sie muss arbeiten. Ah.
Oh, die Sabrina. Ja, aber trotzdem musst du mit dem Führer in Kontakt kommen, um zu wissen, welches Auto es ist. Und was, was hast du so vor? Willst du mal vielleicht meine Chink. Karte sehen? Chink und so, Ami, weißt du, ich bin gerade erst wach geworden, ein bisschen spät. Ja, ich muss nicht, nur wenn du willst. Ich habe mich gerade ein bisschen mit dem Gesetz auseinandergesetzt. Ja, genau. ich bin beim MD. Ich kann dich auch abholen, ich habe ein gesundes, schnelles Auto. Na gut, dann schieben wir deinen Standort. Ich will irgendwie ins PD reinkommen. Ja, schick mir deinen Standort, komm. Ja, schön, pack, schick mir deinen Standort. Ich bin kein passen. Weihnachtsmann, ich finde dich nicht. PD, sagst du? Und bewerb dich doch. Wenn du am Park stehst und mir keinen Standort schickst, dann stehst du da den ganzen Abend. Ja, die haben Bewerbungspause, aber vielleicht kann mir DJ Bunny ja da ne, helfen, wenn du verstehst, wie ich bin. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, bestimmt, warum nicht? Ich hätte noch 19.000 Follower und wir haben die 900.000 und dann haben wir 9 von 10 geschafft. Bandi! Yeah! Ich war heute so ein scheiß Film gucken. Was für ein Spezialkrach? Ja, den will ich auch sehen. Wie ist er? Beschissen. Na, hör auf, Longer! Wirklich, also ernsthaft? 6 von 10, 6,5. Warst du nüchtern in dem Film? Ja, komplett. Extra. Komplett nüchtern. Homie. Hast du ihn verstanden? Ja, also einige so physikalische Gesetze versteht man natürlich nicht, aber trotzdem. Alles zugehört ist wirklich krass. Also sehr, sehr auf Vibe. Welcher Film? Oppenheimer. Fand ich sehr gut. Wenn wir den auch reinkicken. Darf ich mal eine Probefahrt mit Ihrem Lambo machen? Nein, Homie. Nein. Ist das überhaupt noch legal, die Kanone da oben? Nö, aber das ist ja relativ egal, weil ich entscheide, was legal und was nicht ist. Bandi ist das Gesetz, hat er gesagt. Sehr schön, mein Bester. Sie ist in das Gesetz, alles klar. Ja. Oh, Cecilia ist wirklich da. Die Cecilia, mein Schatz. Wie geht es dir? Mein Schatzi, was hast du gemacht? Wo hast du dich getrieben, hä? Ich war ein bisschen auswärts unterwegs, aber ich bin für einige Tage wieder da bis Sonntag. Okay. Ja, ich bin morgen nicht da. Oh. Dann sollten wir uns den Sonntag vornehmen. Für was? Komm mal, Cecilia, ich weiß, du hast einen Crush auf mich, aber das Problem ist, ich bin jetzt verheiratet. Mit der Rose? Ja. Yeah. Hab ich schon gehört, ihr habt gesagt, ihr wollt heute eure Hochzeit feiern. Ja. Ja, mal gucken. Bin ich eingeladen? Ich habe schon meine Kleidung vorbereitet, ich habe ein Geschenk für euch. Ja, was für ein? Verdammt, ich bin gerade auf die Fresse geflogen. Aber wo bist du? Schick mir einen Shuttle, ich komme zu dir. Ich bin hier noch mit ein paar anderen Leuten, falls ihr das nichts ausmacht. Wo denn? Ich schick dir gleich einen Standort. Okay. Okay, adios. Diese lockere Affäre-Chat, ohne dass jemand mitbekommt. Steig ein, Holmes. Steig ein, ich bring dich zum PD. Ja. Ja, Mann. Seit wann hast du Chat, soll ich mal zu Rose gehen und sagen, Mercedes. Ob wir den Neymar-Vertrag machen? Ist das, glaube ich. Oppenheimer keine 6,5. Doch. Boah, ernsthaft. Also warte, ich lass dich hier. Vertrau mir, das wird gut. Okay. Boah, ich muss unbedingt schlafen. Geht kurz. Okay. Aber machst du, wenn du aussteigst, nicht, dass du Probleme bekommst? Ja. Okay. Ja, bin ich ausgestiegen oder?
Okay. Ja, Chat, ich weiß, dass Rose ist voll die Süße. Ich weiß. Ich mag Rose auch sehr. Aber ich finde, wenn man so ein bisschen so... halt so ein bisschen Salz in das Ganze reinbringt, dann wird das EP lustiger. Wisst ihr, wie ich meine? Sosa, die Badplätze sind eigentlich da vorne. Cecilia. Wie geht es dir? Alles gut? Vermisst habe ich dich. Ich habe dich auch vermisst, Sosa. Erzähl, wie kommt es, dass du verheiratet bist mit Rose? Warst du nicht noch an, ich weiß nicht, der anderen Halbinstadt unterwegs? Was soll das jetzt? Was meinst du? Warum guckt immer noch deine Titte raus? Das ist das Oberteil. Ignoriere es. Wie geht's dir, Cecilia? Mir geht das bestens, aber es ist anscheinend so viel passiert, was ich... Also, du bist verheiratet, verdammt, mit Rose, mit der schönsten Frau auf dem ganzen Stadt. Ja? Sieh, ja, ich meine, ich hätte niemals gedacht, dass du bei einer Frau wie bei Rose landen könntest. Was? Heißt das, mein Rüst reicht dafür nicht aus? Irgendwie... Weiß ich nicht. Was soll das jetzt? Hey, ja, Bandi! Ich hab so eine alte Bekanntschaft. So eine Dame, die ist wieder weg. Ja? Soll ich dich dann so schicken? Willst du vorbeikommen? Ich bin DJ Bandi. Ich glaube, ich kann dir helfen. Nein, Homie, ich bin... Ja, schick mir mal den Standort, dann komme ich mal kurz. Ja, okay. Soll ich dich den anderen vorstellen? Das sind liebe Menschen. Ja, kennst du DJ Bandi? Sie, den habe ich heute vor dem Unicorn kennengelernt. Und hat er dich angemacht? Na, no. Aber er hat Rose davon erzählt, dass er eine Pumpe hat, womit er kleine Dinge groß macht. Well. Ja, ich war auch ein bisschen verwirrt. Ja, also ich bin... Wie kommt das? Es sind gerade mal 5 Tage vorbei. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du noch, wie hieß die, Diana hinterher geweint. Ach, das ist schon vergessen, okay? Du weißt, wie das ist hier in dem Stadt. Okay. Siehst du, vor 2 Tagen hatten wir auch noch einen Schein hier. Sieh, das ist wohl wahr, sieh. Okay, und was ist mit der... Ich weiß es nicht. Egal, du musst wissen, was du tust. Nee, ich weiß, was ich tue, okay? Okay. Yo, Tupac, Homie, was geht ab, du kleiner Motherfucker, Mann. Yo, ich kleiner Motherfucker oder du kleiner Motherfucker, ha? Du kleiner Motherfucker und ich kleiner Motherfucker, Mann. Wir kleine Motherfuckers. Danke, dass du mich aus dem Gefängnis geholt hast, Mann.
Kein Problem, kein Problem. Apropos Gefängnis rausholen. Ich habe noch Probleme irgendwie mit Kevin, Bitcoin und so allen. Ich wurde gestern gerufen von Kevin, weißt du, zum SG. Dann bin ich angekommen und auf einmal ruft mich Breitenberg an. Und die beiden haben halt gegeneinander argumentiert. Ich musste beide irgendwie rausholen. Nee. Jetzt habe ich beide irgendwie rausgeholt mit irgendwelchen korrupten Polizisten, aber jetzt steht meine Anwaltslizenz auf dem Spiel. Warum? Ja, weil das rauskam. Ich habe halt einfach die Tür geöffnet für alle. Warte, was? Was? Wie hast du das denn geschafft? Ja, ich habe da so meine Leute, weißt du. Verdammt. Ich hätte jetzt was gesagt, mein Cross, aber... Ich will hier nicht irgendwie unhöflich sein gegenüber euch Damen, ha? Huh? Hau's einfach raus. Nein, 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 nein. Das geht nicht, Cruz, das geht nicht. Das sollst du erzählen, was machst du jetzt? Kacken. Schon wieder? Warum musst du eigentlich immer kacken, wenn wir uns sehen? Habe ich irgendwie so eine abführende Wirkung? Kannst du mir auf mein Gesicht kacken? Was? Was? Motherfucker, was? Bitch, was? Oh mein Gott, Sasa, hör auf. Sasa, beruhig dich. Kleiner Motherfucker, Snitch-ass, Bitch-ass, Homie. Ich hab gefragt, ob du gerne auf Frauens Gesichter kackst, Mann. Was? Nicht auf, was? Ich was mach, ist los ich, mit dir? Frag mal Cecilia. Hm? Was? Was? Wer ist hier? Destiny? Nein. Sehr weg, Kimbo. Grün, wie heißt du? Sina. Sina, ich hab von dir gehört. Scheiße, von wem? Hast du mal arbeitest du bei Unicorn? Mhm. Ah, ja. Yeah. Wer hat dir was erzählt über mich? Also, komm mal kurz zur Seite. Ja. Ich hab nur so von einem Kollegen gehört, dass du ihm Private Dance gegeben hast. Wer war denn dein Kollege? Dima hieß der. Dima? Ja. Yeah. Derjenige, der sich ein bisschen jünger anhört. Ja. Yeah. Mhm. Ja, es war wirklich eine sehr lustige Runde. Würdest du auch Private Dance verteilen, wenn ich dir Kohle gebe an einen Kollegen? Nee, das dürfen wir nicht. Also wenn wirklich nur da in dem Unicorn-Haus ja, selber. Ja, aber so unter uns, Sina. Nein, nein, da kriege ich Ärger. Sina, unter uns. Sina, ich war doch mit und hab das Unicorn mit aufgemacht mit Kevin. Ja, aber ich krieg ja nicht dann nur von dem Chef Ärger, ich krieg auch von dem Herrn Ärger. Wie viel kriegst du normalerweise für Ärger? Was? Wie viel kriegst du normalerweise für eins? Normalerweise kostet einer 25.000. Und was, wenn ich dir 40 biete? No. Was? Nein, mach ich nicht. Gib mir mal deine Nummer. Siehst du diesen Herren hinter uns? Ist es dein Mann? Hier? Mhm. Okay, ich sag dir meine Nummer und du musst sie merken, okay? Hier, warte. Ja, sag. Okay. 896. 896, mhm. 905. 905. Und dein Name? Big Saucer. Bitte, bitte, bitte schreib mir, dass ich dich mal anrufen kann, weil ich würde gerne für einen Kollegen Private Dance buchen. Mhm, okay. Wirklich. Aber ist dann wirklich so geschäftlich und nicht so irgendwie... Nein. Nicht so komisch, so, ja, weißt genau. Du schon, ne? Ja, genau. Okay. Okay. Ja, dann melde ich mich die Tage. Wie die Tage? Ja, morgen. Geschlafen jetzt? Na, morgen, wenn ich wieder aufstehe. Oder wolltest du das heute noch machen? Ja, warum nicht? Nee, heute nicht mehr. Wieso? Weil es schon spät ist. Guck mal auf die Uhr. 23 Uhr. Ja, es gibt auch noch Leute, die müssen morgen früh raus zum Beispiel. Ja, stimmt. Ja, okay. Aber schreib mir, ja? Ja, ich melde mich morgen dann bei dir. Okay, gut. Gut. Okay. Hab mich gefreut. Riesensitzung, was habt ihr daraus gemacht, Alter?
Messi oder Ronaldo? Cecilia, komm mal her. Oh. Messi. Cecilia, ich muss dir was sagen. Seh? Kann ich dir zu 100% vertrauen? Habe ich dich jemals enttäuscht? Eigentlich nicht. Na also. Guck mal, Cecilia. Ich bin ja mit Rose verheiratet. Seh? Aber irgendwie habe ich noch diesen... Weiß ich nicht, ich habe noch diesen inneren Drang. Weißt du, wie ich meine? Nein, du musst mir das bitte ein wenig näher erläutern. Ja, diesen inneren Drang... Wie soll ich dir sagen? Ich habe so diesen inneren Drang nach... Weißt du? Nach was? So diesen inneren Drang zu... Yeah. Ja, das kannst du doch mit raus. Ja, yeah, aber weißt du, jeden Tag dasselbe Essen, Essen ist auch nicht dasselbe. Was ist los mit euch? Farouk hat heute genau das Gleiche zu mir wegen Destiny gesagt. Genau das Gleiche. Warum erzählt mir das jeder Mann? Ja, irgendwann mal wird man doch... Weißt du, wie ich meine? No, was denn? Stell dir vor, du isst jeden Tag nur Nudeln. Irgendwann hast du doch keinen Bock mehr auf Nudeln. Du kannst doch jedes Mal eine andere Soße nehmen. Ja, aber irgendwann ist dieses... Irgendwann machst du auch alle Soßen durch. Okay, okay. Weißt du, wie ich meine? Willst du mir damit sagen, dass du vorhast, Rose zu betrügen? Nein, das sage ich nicht. Nein! Soße? Ich sage nur, das ist so... Weiß ich, ich will sie auch nicht verletzen. Ja, aber dann heirate sie nicht. Oder ist es schon offiziell so, hat sie schon deinen Nachnamen und sowas? Ja, sie hat meinen Nachnamen. Scheiße, Soße, was hast du getan? Wie wär's, wenn ich hier zu ihr hingehe und sage, ob wir den Neymar-Vertrag machen? Ein Ehevertrag? Den Neymar-Vertrag. Was ist der Neymar-Vertrag? Wir bleiben miteinander verheiratet und zusammen. Aber ich darf es mit anderen Frauen haben, aber nur mit Kondom. Und nicht küssen. Weißt du noch, was Rose mit Washington gemacht hat? Ja. Rose wird auf diesem Stadt keine einzige Frau noch lebendig lassen, wenn sie das erfährt. Rose wird durchdrehen und anfangen wird sie bei deinen Cojones. Ist es dir das wirklich wert? Ich meine, was willst du als kastrierter Soße überhaupt dann noch machen? Wen willst du dann noch besteinigen? Glaubst du, das ist keine gute Idee mit dem Neymar-Vertrag? Ich glaube nicht, dass das Rose akzeptieren wird. Aber versuch es. Außer... Sasa, du musst einen richtigen Prachtmann finden. Und diesen Prachtmann musst du so richtig an Rose... So, sie muss fasziniert sein. Diese Trennung muss von ihrer Seite auskommen. Willst du mich verarschen? Was? Willst du, dass sie einen anderen Mann fickt, oder was? Du willst sie doch nicht mehr haben. Hey. Nein, ich hab nicht gesagt, dass ich sie nicht haben will. Ich hab nur gesagt, dass ich nicht jeden Tag dasselbe Essen essen will. Willst du dich jetzt von dir scheiden lassen oder nicht? Nein. Dann hör auf, andere zu ficken. Hab ich das getan? Fang jetzt gar nicht damit an. Sosa. Ja. Du musst endlich Herr über deinen Penis werden. Fucking sleeper, man. Okay. Schaffst du das? Escapes, danke für den 5 Gift. Weißt du, ansonsten, Farouk wollte Sitzungen mit mir haben. Er meinte, ich solle ihm beibringen, sich nicht an andere Frauen ranzumachen, wenn er mit Destiny verlobt ist. Mach doch einfach mit bei diesen Sitzungen. Ja, warum nicht? Der meinte, er würde sich heute Abend noch melden, ich weiß aber nicht wann. Warte, ich ruf mal Farouk dann. Oh, warte, ich hab vielleicht ein bisschen Scheiße gebaut. Warum?
Ich habe mit Destiny über Farut geredet und ich habe Destiny erzählt, dass Farut mir das erzählt hat. Guck mal. Wenn du zu Rose gehst und das erzählst, Cecilia, hänge ich dich auf. Na, no, schau, Farut und ich, wir haben gar keine Bindung. Er ist nur irgendein Typ, der so komische Sachen zu mir gesagt hat. Er bedeutet mir nichts. Mit dir ist es was anderes, Sosa. Also bedeutet dir was. Aber natürlich bedeutest du mir was. Was soll das jetzt? Warte, ich du hattest da einen riesigen Frosch. Der hat gemacht. Warte kurz. Das war ein bisschen eklig. Farut! Hallo. Farut! Ja, was geht? Ich glaube, wir haben beide dasselbe Problem. Hast du auch ein Kind und es in die Mülltonne geschmissen? Nein, Homie. Farut wird mich umbringen, wenn was Destiny ihm das gesagt hat. Homie. Du bist doch mit Destiny, oder? Ja, das ist sowas wie meine Freundin, ja. Ja, yeah. Und ich bin gerade zu Cecilia gegangen und hab zu ihr gesagt, ich bin mit Rose zusammen, aber guck mal, ich schwör, das bleibt unter uns. Ja, das bleibt unter uns, auf jeden Fall. Du Wichser, ich vertrau dir nicht. Nein, wirklich, ich sag nichts. Schwör's. Ich schwöre beim Namen von Farut Feng, dass ich nicht lügen werde. Wer ist Farut Feng? Farut Ben, dass ich nicht lügen werde. Ja, weitererzählen werde. Okay, hör mir zu. Du isst auch jeden Tag dasselbe Essen und hast die Schnauze voll? Ja, hast du es auch satt, man, jeden Tag immer? Jeden Tag Nudeln, Homie, jeden Tag Nudeln. Egal, was ich versuche, andere Soßen, sonstiges, Homie, jeden Tag Nudeln, ich komm nicht klar! Verdammt, Mann, wir teilen dasselbe Problem, Mann. Immer wieder diese Scheiße. Immer wieder dieselbe Fresse. Immer wieder dasselbe Rumgelecke. Immer wieder derselbe Geruch. Und du denkst jedes Mal, was? Liegt Mr. Iglo neben mir und dann drehst du dich um und dann siehst du deine Frau von Bitch neben dir. Verdammte Scheiße. Ich fühl das, Homie. Ich fühl das. Hör mir zu, Farut, ich hab ne Idee. Lass treffen, lass ficken. Wen? Ja, wir beide. Wir beide sollen ficken? Sosa, ich glaube, da ist was missverstanden mit, wenn ich immer sage, du geile Sau. Also ich sag das zu jedem Mann so, weißt du? Also... Ich dachte, du hast es auch satt. Also, ich meine, du bist cool und so, aber als Bruder so. Weißt du, was ich meine, Mann? Du bist Bruder so. Yo, Homie, was geht? So mäßig. Ja, aus diesem Yo Homie, was geht, kann ja auch Yo Homie, was geht werden, weißt du? Pass auf, Sosa. Yeah. Wir machen das lieber anders. Was hältst du von einem Sandwich ohne Brot? Wir beide sind das Brot. Okay. Ist diese eine bei dir, diese, wie heißt die mit orangenen Haaren? Cecilia? Cecilia, die geile Sau, genau. Die, wo eine Titte rauskommt. Genau, die ein Titten, Cecilia. Ja, genau. Genau, richtig. Pass auf, überrede sie doch mal, ob sie vielleicht Interesse hätte, ob ich dazu stoßen könnte, wörtlich. Okay, krieg ich hin. Stark, Mann. Hau rein. Hau rein, okay. Ich nicht verzeihen kann, ha? Huh? Cecilia, komm her. Ich mach das irgendwie wieder gut. Ja, guck mal. Cecilia, komm her. Hast du Lust auf Sandwich ohne Brot? Was? Gib mir mal ganz kurz eine Sekunde, Kimbo. Sandwich ohne Brot. No, das ist langweilig. Ich würde mir sowas Langweiliges niemals reinschieben. Also, Cecilia. Wie bitte, ja? Guck mal, ich und Farut haben dasselbe Problem. Seh, das habe ich bemerkt. Und dir beide können wir ja vertrauen.
Naja, Farut habe ich ja schon so ein bisschen hintergangen. Mich aber nicht. Na, dich habe ich nicht hintergangen, das werde ich auch nicht. Dann lass uns das einfach so machen. Wir haben ab und zu was miteinander. Was? Und Rose weiß nichts davon. Das kommt nicht in die Tüte. Willi! Mein Bruder, danke. Ich weiß auch gar nicht, warum und wie du dich traust mir. Bunny, ja, ja, danke für nichts. Ich mach doch nur Spaß. Guck mal, Cecilia, ich brauch diesen Neymar-Vertrag. Ich kann das nicht nur mit einer Frau. Ich brauch diesen Neymar-Vertrag. Ich komm sonst nicht klar. Ich kann nicht frei denken und ich kann nicht jeden Tag dasselbe Essen essen. Aber wie kann ich dir dabei helfen? Ich meine, ich werde Rose, okay, meinetwegen nichts verraten, weil Rose hat mich damals mit Litecoin zusammen entführt und hat dick Scheiße bei mir gebaut. Heißt, eigentlich ist sie mir was schuldig und nicht ich ihr. Das heißt, sie hat es eh nicht verdient, dass ich irgendwas weiter sage. Also, von mir wird sie nichts erfahren. Ja, deswegen das wieder. Wie bitte? Du redest manchmal so, als hättest du einen riesigen Schwanz in deinem Mund. Warum stotterst du so? Ich meinte, lass wieder. Was? Lass wieder. Was? Alles gut, alles gut. Okay. Was ist da? Alles gut. Ich habe immer ein Werkzeug dabei. Hm. Ja, ich auch. Guck. Oh, verdammt, woher hast du das denn? Das ist der riesige Schwanz, den ich in meinem Mund habe. Das dachte ich mir schon. Komm mal, hör mir zu, ja? Sie. Ich will sie doch auch nicht enttäuschen, Cecilia. Das wirst du aber früher oder später tun. Warum? Weil du neben Rose noch in andere dippen willst. Habe ich das getan? No, aber du willst. Das, was ich will. Das, was du willst, sehe ich, höre. Und das, was ich gemacht habe, ist was anderes. Da hast du vollkommen recht. Noch bist du ein sehr ehrenwerter Ehrenmann. Oh, Rose ruft mich an. Oh, oh. Ich hab mir vor, 949, 950, 951. Oh. Bist du am Trainieren? Ja, ich war gerade am Trainieren. Was machst du? Cruz. Ach so, ich war gerade bei PD. Ich wurde als Geisel genommen. Jedes Mal, wenn ich dich eine Minute alleine lasse, wirst du als Geisel genommen. Ja, dann, ja, passiert. Wie, was machst du denn? Ja, jetzt, gehe ich gleich einkaufen. Was machst du? Ich bin gerade am Trainieren halt. Okay, dann trainier weiter. Wenn du später Zeit hast, ruf an. Okay. Tschüss. Bitte verzeih, Missy. Was war daraus? Sie hat gefragt, was ich mache. Ich meine, die trainieren. Warum lügst du sie an? Du hättest ihr doch sagen können, dass wir zusammen unterwegs sind. Wenn sie das jetzt rauskriegt, dann wird sie denken, dass wir irgendwas gemacht haben. Und dann sage ich einfach, dass ich trainiert habe und danach Cecilia gesehen habe. Es macht mir Angst, wie gut du lügen kannst. Warum? Wer weiß, ob du mir immer die Wahrheit erzählt hast. Wenn du deiner eigenen Ehefrau so ins Gesicht lügen kannst. Ich hab gesagt, ich war doch auch trainieren. Wenn warst du trainieren? Du standest die ganze Zeit hier. Und du hast eben gerade... Eins! Zwei! Drei! Und das hat einfach nicht gestimmt. Kannst du es nochmal machen? No, kann ich nicht. Ich trainiere dir nicht, auf die Titten zu gucken. Das ist auch trainieren. Und das ist ein gutes Argument. Okay, komm mit. Wohin? Ich habe was vorbereitet für dich. Ah, du hast ein Geschenk für mich, hast du gesagt. Ich habe... Ja, zu eurer Hochzeit. Ihr müsst ja erstmal feiern. Rose hat gesagt, ihr wollt noch groß feiern heute. Ja, komm.
Oh, 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 oh. Wer ruft an? Motherfucking bitch in a brick in a brick in a brick in a brick in a heck. Oh, nimm mich von hinten, nimm mich von hinten, nimm mich von hinten. Oh, ja, 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 ja. Scheiße, Homie. Homie, was machst du, Mann? Yo, weißt du, wer da ist, Homie? Wer? Cecilia. Oh, das weiß er schon. Mhm. Schick mir Standort, wir kommen zu dir. Schick Standort, wir kommen. Ich bin Würfelpack, wo seid ihr? Wir kommen Würfelpack. Okay, ich bin nicht erkennbar, ja? Okay. Bin, so ein bisschen nackt. Schick Standort, bleib da bei mir. Okay, komm mit. Können wir, also darf ich mich kurz davor noch umziehen? Jeder stand mir irgendwie auf meine Titte. Ja, yeah, alles gut. Darf ich fahren? Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Warte, lass mich erstmal hier rausfahren. Lass mich erstmal rausfahren. Sosa, Cecilia und Kevin wieder vereint. Drei ganz coole Leute machen krasse Sachen oder so, ich weiß nicht. Mach das nie wieder, ey. War das nicht schön? So. Hör mir zu. Ich höre zu. Wann hast du das letzte Mal Gift? Was? Wann du das letzte Mal Gift hast? Das ist eine wichtige Frage. Ich verstehe die Frage leider nicht. Meinst du, wann ich das letzte Mal gefickt habe? Yeah. Letztens deine Mutter. Es tut mir leid, ich dachte, das wäre cool, das machst du auch immer mit Kevin. Es tut mir leid, es tut mir leid, ich würde deine Mutter niemals anfassen. Weil sie so fett ist. Entschuldigung. Meinte ich das nicht. Ich krieg meine Arme nicht mehr runter. Ah, schade. Ich krieg meine Arme nicht mehr runter. Ich hab eine Starre. Ich hatte so viel Angst, ich hab eine Muskelstarre. Du hast, glaube ich, oh, wir sterben! Du hast sie richtig, du hast sie auseinandergenommen. Ach du Scheiße. Hast du auch eine Muskelstarre? Schnell weg, schnell weg. Warte. Meine... Deine Arme tun dir auch weh? Ja, ich weiß nicht warum. Ja, ich krieg sie auch nicht mehr runter. Das sieht so aus, als würden wir Achterbahn fahren. Ui! Entschuldigung. Cecilia, du hattest noch nie einen Mann, oder? Nein, no, ich hatte noch nie einen Mann. Warum? Ich möchte keinen Mann haben. Warum? Weil, Hallo? Ja? Yeah. Ich muss kurz zu Kali hoch. Wie zu Kali hoch? Kurz quatschen. Okay. Okay, komm gleich. Tschüss mit Barbecue Chicken. 100%iges, saftiges deutsches Rindfleisch. Der Tasty Bacon. Wie hast du deine Arme runterbekommen? Oh, okay. So. Was? Guck weg. Okay. Guck mal, ich habe eine Kuh auf meinem Latzkleid. Ist das nicht süß? Dafür fehlt ein Stück von deinem Körper irgendwie. Oh, du hast recht, Moment.
Sosa? Ja? Yeah. Hast du noch unser Partner-Tattoo? Dieses Freunde-für-immer-Ding? Ja, yeah, hab ich. Cool. Ich hatte ganz kurz Angst, dass wenn ich länger nicht da bin, du das vielleicht weglässern lässt. Nein, nein, nein. Und deine Kohle habe ich auch, wenn du die zurückhaben willst. Na, sie ist bei dir in guten Händen. Yo. Houston Rockets Hose? Yo. Oh, du hattest gerade die Schuhe an, die dich ungefähr einen Kopf größer machen. Nein, nein, das sind die nicht mehr. Guck. Die gehen weg. Oh, okay. Ich fand die Crocs ganz cool. Kannst du sie bitte tragen? Die passen auch zu deiner Trainingshose. Von Cars. Meine was? Du hattest gerade Crocs an von Cars. Die roten Crocs. Die meinst du? Sie, oh mein Gott, die sind so bien. Nein, die Socken sind so weit oben und so. Okay. Ich baue eine Rose. Orlando ist cool. Orlando nehme ich. Sie gefällt mir. Play better, you fucking noob kid. So blau? Haben die nicht, ne? Oh, mir fehlt schon wieder ein Teil meines Körpers. Weiße Beine? Stimmt, Digga. Was ist das denn? Hat man hier kein... Digga, man hat hier, die Hosen sind ein bisschen... Weiß ich nicht... Schiebeduapa. Ich heiße Angela. Ich weiß nicht. Ich will was mit denen schon machen. Was kann man denn nehmen? Ich warte draußen auf dich, Sosa. Ja. Yeah. Normale Bracke. Schaust du dir Kari an später? Ich glaube schon. Gucken. Als ob!
Aber Oberteile gibt es nicht so viele, leider. Ja. Elevate. Ist das nicht Chromats? Ja, oder? Sosa, ich muss pissen, beeil dich. Yeah. Okay, komm. Ah, warte, ich brauche noch eine Kette. Ach du Scheiße. Micha, bist du's? Was geht ab? Hörst du mich? Yeah, hörst du mich? Ja, yeah, was geht? Es geht ab, ich suche mir noch eine Kette. Mach mir gerade Opiumfett. Opiumfett? Mhm. Ich hab morgen meinen Auftritt. Was für ein Auftritt? Unicorn. Wieso lachst du? Achso, wirklich? Ja, ja. Mit Opium-Outfit, oder was? Ja, normal. Was trittst du denn auf? Was machst du denn da? Tanzt du oder was? Ja. Tanzen an der Stange oder wie? Ja. Echt jetzt? Ja. Wie muss der Geld in die Fahrkasse kommen? Motherfucker. Wer wollte denn das Alter. Scheiß Geld ran? Ich bin der Einzige hier. Okay. Daddy Kid. Was sagst du hier zu meinem Outfit? Lass mich schauen.